Zum ersten, zum zweiten und zum dritten eine Schatzkarte gehen an Arsch. Für genau 200 Rubine. Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Wind Wakers. Ich brauche mehr Rubine. Ich brauche eine größere Rubintasche. Dann wäre das alles hier gar kein Problem. Aber ich kann immer nur genau auf 200 Rubine im Moment bieten. Das Problem ist allerdings, ich glaube, sobald ich eine höhere Rubintasche habe, gehen die Gebote auch höher, sodass der immer quasi an mein Existenzmaximum rangehen will. Ja, ich habe für 200 eine Schatzkarte bekommen. Ich glaube, das war auch ein ganz cooler Deal. Auch wenn ich mal ein Herzteil für 200 Rubine bekommen habe auch. Ich glaube trotzdem, das ist ein cooler Deal gewesen, weil wir konnten doch mal bei diesem komischen Spaten-Händler, konnten wir doch, glaube ich, auch mal ein Herzteil kaufen für 700 oder 900 Rubine, eine Schatzkarte für 500, glaube ich. Und deswegen denke ich, dass 200 ein ganz guter Preis ist. Vor allen Dingen, wer von denen... Hier hat keine Sau ein Boot. Was wollen die mit einer Schatzkarte? Warum bieten die da überhaupt drauf? Ja, ja, so jung und schon so faustdick hinter den Ohren. Das ist korrekt. Null. Nun gut. Die freimütigen, knausrigen... Ja, entlass mich. Dankeschön. So. Wir haben eine Schatzkarte dazu bekommen. Irgendwann muss man ja mal alle haben. Kratz, 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 kratz. Wir sind ja auf Portemonnaie. Unsere... Jetzt können wir wieder Rubine sammeln. Ja, immerhin. Vielleicht kommen wir diesmal nicht mit vollen Taschen zum nächsten Dungeon. Wenn es geht. Okay, dann laufe ich mal ein, zwei Rubinplätze kurz ab. Und dann müssen wir mal... Was wollten wir machen? Ach ja, wir wollten uns dieses Lied... Das war nicht schlecht. Na, direkt schon wieder 20 Rubine. 5 und einmal 10, glaube ich. Ist der Typ hier, also der Eskimo, der da drin handelt, der hier morgens rumlungert? Ich glaube, der konnte, für den konnte man irgendwelche speziellen Aufträge erfüllen, habe ich, glaube ich, mal gelesen. Das ist halt immer blöd, wenn man so ein paar Sachen versucht rauszufinden. Nicht irgendwie storymäßig oder wo es als nächstes hingeht oder sowas, aber einfach zum Beispiel, was man alles bei der Auktion gewinnen kann oder solche Sachen, versuche ich dann schon manchmal zu googeln. Aber Problem ist halt wirklich, dass man sich ab und zu dann echt ein bisschen spoilert bei manchen Sachen, die dann so instant entweder im selben oder im nächsten Absatz stehen. So, jetzt müsste aber erstmal der Typ da sein, ne? Das hatte ich nämlich auch gelesen halt, wie gesagt, nicht so viel zum Thema... Man kriegt Spoiler ab, obwohl man was ganz anderes sucht. War hier nicht gerade so ein Ding? Doch. Der Typ. Da müssen wir nicht irgendwie das Lied können. Der bringt uns das irgendwie bei mit irgendwas. Ich weiß nicht. Wir müssen uns da, glaube ich, mit dem Ding vorstellen, schätze ich jetzt mal. Ey, wir kennen ja das Lied nicht. Jetzt macht er irgendwas. Und jetzt müssen wir das lernen. Genau, das ist der Rhythmus. Dann kann es ja losgehen. Rechts, links, unten? War das jetzt das Lied, oder was? Yeah. Rechts, yeah. Links, unten? Das soll das Lied sein? Okay, rechts, links, unten? Rechts? Okay, vielleicht ist es auch verkehrt rum. Links, rechts, unten? Links? Hä? Rechts, links, unten? Doch, ist richtig. Das ist das Lied? Ist richtig? Lied der Zeit? Hymne der Zeit? Kleine Tag- und Nachtmusik erlernt. Tatsache, hat funktioniert, ey. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so einfach geht. Wundervoll, ich kann mich wieder klar und deutlich daran erinnern. Also dann, es werde Tag. Yeah. Yeah. Disco Stu hat uns wieder geholfen. Holla! Aber wie kann das sein? Wieso tut sich denn rein gar nichts? Wieso denn nur? Okay, dann versuchen wir das. Wir das mal. Rechts, links, unten, ne? Ist das zweimal machen? Rechts, links, unten. Ist jetzt Tag? Tatsache. Okay. Wo ist unser Notizbuch? Mein Notizbuch. Und ein Stift. Stift. Irgendwo hatte ich das doch aufgeschrieben. Lieder. Kein Platz zum Schreiben. Wind. Zeit. Was war's? Rechts, links, unten oder links? Ich
glaube rechts, links, oder? Wir können es ja mal kurz nachschauen. Da? Rechts, links, unten. Rechts. Links. Unten. Weil ich bin mir immer nicht sicher, ob ich das seitenverkehrt aufschreiben soll oder ob ich es richtig aufschreiben soll. So, wir können jetzt Tag-Nacht-Wechsel machen. Hallo Schwein, brauchten wir dich nicht für irgendwas? Sammelt nicht hier auch irgendwer Schwein? Da hinten der oder so? Da ist doch der Bombenver... Nein, geh weg von mir! Was ist mit dir? Oh, hat keiner gesehen. Der Bombenverkäufer, den ich gefesselt zurückgelassen habe, assi wie ich bin. Zu dem wollte ich auch noch mal kurz reinschauen. Hey, wir können uns immer in die Hymne der Zeit, das ist geil. Dann kann uns der komische, schlafende Typ jetzt nicht mehr auf den Sack gehen. Okay, der verkauft eh nur Bomben. Aber auch keine Bombentasche, oder? Ist eine Uhr, das sind reine Bomben. Reine Bomben interessieren mich nicht, weil wenn eine Bombentasche. Aber sowas kriegt man nicht. Also sowas gewinnt man doch normalerweise. Also bei Ocarina of Time. Was da nochmal? Also man hat diese... Glaubt man hat die Taschen immer bei Spielen gewonnen. Also selten, dass man... Es gab auch ein paar Sachen, die man kaufen konnte, aber es waren jetzt wirklich nicht die meisten. Ich glaube, die meisten musste man gewinnen oder hat die in irgendwelchen Truhen bekommen. Vielleicht kriegen wir die auch in Schatztruhen. I don't know. Mit dem war auch noch irgendwas. Du nervst, Kleiner, mich versteht ohnehin, Kleiner, also lass mich in Ruhe. Was willst du eigentlich von mir? Willst du mir etwa erzählen, du würdest mich verstehen? Ja, was hast du denn nochmal? Ich verstehe dich sehr gut. Na, das wollen wir doch erstmal sehen. Zeig mir das gelbste und reinste Ding, das du finden kannst. Gelbste? Erstmal heißt es nicht gelbeste. Das gelbste? Keine Ahnung. Und rundeste. Das gelbste und rundeste Ding. Wenn es mit dem übereinstimmt, was ich meine, hast du gewonnen. Wenn du mich wirklich so gut verstehst, wie du behauptest, dann sollte dieses kleine Rätsel ja... Hand und... Also mal schnell. Rund? Also gelb und rund. Da nix. Gelb und rund. Das ist grün. Goldfeder? Ist ja jetzt nicht wirklich rund. Also hat runde Ecken, aber ich glaube, das zählt... Nee, was ist das hier überhaupt? Totenkopfkette? The fuck? Nein, das wollte ich doch überhaupt nicht. Posttasche? Ist nichts drin. Gut. Ja, keine Ahnung. Das gelbste und rundeste. So, der, bei dem kann man noch irgendwas tun. Ich glaube, da kann man Sachen drüber bringen, aber... Und da bekommt man ganz am Ende irgendwas. Aber ich glaube, das ist zu viel Arbeit für uns. Unbefugter kein... Ich will handeln mit dir, Junge. Was, wenn du konversieren? So, ist das Verb von Konversation? Konversieren? Konversieren willst? Lass es doch bitte an der Theke machen. Ja, dann komm halt hier hin, du! Ah, da kommt er ja. Und dann ist ja okay. Sei mir gegrüßt, mein Freund, der du mir damals das Segel abgekauft hast. Endlich konnte ich meinen Stand eröffnen. Doch eigentlich geht es schon wieder bergab mit meinem Stand. Es ist wie eine Tragödie. Es könnte vielleicht daran liegen, dass ich zu wenig Waren habe, Herrje. Nicht mal eine einzige habe ich. Wenn ich doch nur Waren hätte, die man hier an einem Stand sonst nirgendwo bekommt. Das wäre es wirklich. Seltene Waren, meine ich. Den großen Reibach machen, Geld scheffeln, aber nein, was rede ich da? Wenn mein Geschäft erstmal so richtig floriert, investiere ich natürlich auch in den Fortschritt und das Glück dieser schönen Stadt, ist doch klar. Ja, ja, wenn ich doch nur einen jungen Geschäftspartner hätte. Ja, ich bin doch hier, aber was soll ich für dich tun? Tausche mich meine Frosch, bla bla bla, tatsächlich eine Posttasche? Weißt du, da hätte ich doch gleich eine große Bitte an dich, mein Freund. Oh nein. Aber den ersten Auftrag können wir ja schon mal annehmen, wenn wir da sowieso vielleicht mal hinkommen. Vielleicht gibt es ja auch so Zwischenbelohnung. Du würdest mich nicht enttäuschen. Mit dir kann man eben wirklich reden, mein Freund. Das ist so ein... Mein Freund! Komm her, Wolle kaufen? Wolle Uhr kaufen? Mein Freund, ich dich nicht betrügen. So ungefähr ist der. Also es könnte etwas länger dauern, aber passt bitte gut auf. Mein Stand ist sozusagen ein Krimskram, der billig von allerorts seltene Waren bezieht. Diese kann zu vernünftigen Preisen weiterverkaufen und so Profit machen. Ich lese extra jetzt so falsch grammatikalisch. Blöd daran ist eigentlich nur, dass ich im Moment wenig, bis genau genommen gar keine Waren habe.
und der Profit da ja leider gänzlich ausbleibt. Keine Money, keine Geld. Kein Geld, kein Glück, kein Zufrieden. Verstehen? Frau, Kinder, immer hungrig. Keine Geld. Ganz egal was, aber bitte beschaffen neue Waren. Mach dich auf Suche nach fliegende Händler und schließe Handelsabkommen mit ihnen ab. Keine Angst, Handelsabkommen mag jetzt ein wenig hochgestochen klingen, aber es ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst einfach nur deine Waren gegen neue Waren. Was? Du brauchst einfach nur deine Waren gegen neue Waren deines Gegenübers zu tauschen. Denn zwischen fliegenden Händlern ist ein Tausch gleichbedeutend mit einem Vertrag. Nun, und der Klang... Fülle halber nennt man das dann eben ein Händlerabkommen. Verstehst du dich, mein Freund? Ein fliegender Händler, mit dem du Handelsabkommen geschlossen hast, wird fortan seine Waren zu mir liefern. Immer wenn du also Erfolg... Ja, aber du hast ja nichts zum Tauschen. Erweitert sich mein Portfolio. Immer wenn du erfolgreich einen Tausch abwickelst, erweitert sich mein Portfolio. Könntest du mir soweit folgen? Okay. Wunderbar, Geschäftspartner. Warum? Ich mach doch alles für dich. Du machst gar nichts. Warum sind wir Partner? Ob es dir passt oder nicht, wir gehören zusammen wie Pech und Schwefel. Ich will dir gleich mal etwas überreichen, um unsere Partnerschaft zu besiegeln. Das ist quasi unser Handelsabkommen. Du hast eine Stadtblume erhalten. Kleine Blume, die eine Ziererde für jede Stadt bildet. Du hast einen Platz gefunden, an dem sie sich gut machen würde. Wähle Posttasche. Damit kannst du dein erstes Tauschgeschäft mit einem fliegenden Händler. Für mich bedeuten lukrative Handelsabkommen. Denn sobald du erfolgreich einen Tausch abgewickelt hast, werden wir mir bereits meine neuen Waren geliefert. Grandios. Also können wir den ein bisschen pimpen oder was, dass wir coole Sachen bei dem kriegen. Ja, ist doch jetzt gut. Das ist hier tatsächlich seine einzige Ware. Ja, ist doch gut jetzt. Mein Gott, schieb mich einfach raus. Toller Partner bist du. Okay. Gut. Sind jetzt, die Frage ist, sind fliegende Händler die, die Typen, die hier auf dem Bötchen rumfahren, oder sind das spezielle Händler auf Inseln? Ich glaube, es müssten die sein, weil ich kenne eigentlich nicht wirklich andere Händler. Das wollte ich noch mitnehmen, die 15. Und jetzt machen wir uns... Das Problem ist ja, wir brauchen ja eigentlich ein bisschen Geld. Geld, um da hinten spielen zu können. Wir müssen ja dieses Kanonenschiffspiel spielen. Und das kostet ja ein bisschen Money. Das habe ich überhaupt nicht bedacht, wenn ich ehrlich bin gerade. Okay, wo bekommen wir jetzt hier noch ein bisschen Money her? Und da oben? Nö, nö. Da sind schon wieder die Spacken. Hier ist nix. Da? Nö. Eigentlich müsste ich die ganze Zeit Gebäude rein, Gebäude raus und dann die 15 Münzen da mitnehmen. Hier sind Schweine. Der Weg ist halt immer zu weit. Mich interessiert gerade aber trotzdem, was es da gibt. Entschuldigung, wenn wir jetzt in der Folge ein bisschen rumtrödeln. Ich habe leider vergessen, dass wir ja Geld für das Spiel brauchen. Und ich weiß nicht, wie viel das kostet. Ich könnte jetzt mit meinem Geld dahin fahren, mit den 40. Ich glaube, das werde ich auch machen müssen, damit ich jetzt nicht so viel Zeit für euch verschwende. Und dann werde ich immer laden müssen, wenn ich verkackt habe. Machen wir so, oder? Ich glaube, das ist dann irgendwie ein bisschen besser für euch. Dann spiele ich halt ein bisschen unfair mit dem Ladending. Also immer wieder speichern, laden. Aber da muss ich jetzt hier nicht 25 Mal... Stimmt, ich habe vergessen, die Uhr zu stellen. Mein Handy erinnert mich daran. Gutes Handy. Ja, dann machen wir das folgende. Ich fahre noch zumindest dahin. Ah. Ja, jetzt mache ich die falsche Musik. Ah, jetzt habe ich schon zwei im Kopf. Unfassbar. Oben, links, ne, oben. 3 Dinger und ich kann sie mir nicht merken. Okay, wir müssen nach Westen. So. Dümpeln wir mal los. Ist ja schon direkt da vorne. Hier haben wir ja auch mit dem Fisch gequatscht. Denke ich mal. Ich kann ja gleich mal auf Kien. Müsste eigentlich den... die Schatzkarte mal auspacken. Schatzkarte 38. Oh, ihr toll, woher soll ich denn wissen, welches von den ganzen Dingern das hier ist?
Singles-Karte, Terry-Karte, Schatzkarte. Irgendwann fahre ich die mal alle ab, glaube ich. So eine extra lange Folge machen wir dann. Und dann fahre ich die alle ab und dann könnt ihr die Folge eigentlich überspringen, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Machen wir so, würde ich sagen. So, ich frage mich immer noch, was wir mit dem Kanonending machen müssen. Ob wir da auf das Piratenschiff schießen sollen, was ja nicht so ganz funktioniert. Ah ja, wir werden es sehen. Der wird uns das ja jetzt gleich erzählen. Moment. Ja, warum geht der in so eine krasse Ansicht? Wo war es jetzt? Ich habe den Schatz. Da ist der Schatz. Den nehmen wir mal mit, da kriegen wir ein paar Rubine. Weil ich gar nicht so kacke, so drüber nachdenke. Rolle. Ja, und anhalten. Gucken wir mal, was wir kriegen. 10 Rubine oder 20 Rubine oder so. Die können wir vielleicht doch jetzt gerade halbwegs gebrauchen. Jetzt kommt der Mega-Schatz. Eine Tausender Rubin-Tasche. 20 Rubine. So viel wert wie 20 Rubine. Dankeschön. Weiter geht's. Westen, da. Bin mir nicht sicher, ob das da hinter mir, der Strich, der Pfeil, immer genau die Windrichtung anzeigt. Ist das so? Weil ich habe ja gar kein Ziel eingegeben. Das heißt, theoretisch müsste das ja so sein. Der Fisch, da können wir sowieso nichts lernen. Wir müssten aber tatsächlich zum Händler, der da hinten ist. Das machen wir aber erst, wenn wir hier das Spiel gespielt haben. Von dem Rest müssen wir dann zu dem Händler. Denn wir haben wieder keine Dinger. Händler, warte mal. Außerdem musst du einen Vertrag abschließen mit mir. Ne, noch vielleicht irgendwelche Rubine zufällig drin. Hier, Rubin. Ah, geil, ein Rubin. So. 5er Rubin wäre jetzt vielleicht nicht so kacke. Ja, dann bräuchte ich aber noch einen 1er Rubin. Jawohl, dann habe ich jetzt 70. Jetzt kostet es genau 70, wenn. Okay, ich würde sagen, das machen wir. Wir machen das jetzt so. Ich mache das jetzt einmal. Ich speichere. Ich mache das jetzt einmal. Wir gucken uns an, was der sagt. Und danach spiele ich, bis ich es geschafft habe. Je nachdem, wie viel Geld das kostet. Begnadeter Schütze macht 50 Rubine. Siehst du? Leistest du dir den Spaß? 50 Rubine. Oh, jetzt fängt er wieder an zu reden. Guten Schützen, Text, bla bla bla. Du also uns Piraten entgegen. Weinendes Kind, Wimpern zuckt, bla bla bla. Du wächst mein Interessebürschchen. Wenn es dir gelingt, die 5 Piratenschiffe da vorne zu versenken, dann will ich dir zugestehen, kein schlechter Schütze zu sein. Das Schlimme an der Sache ist, ich glaube, wir haben ja die umgekehrte Steuerung. Mehr als 10 Schuss hast du für dieses Unterfangen, aber nicht mit bla. Oh, obwohl, das könnte nicht, das könnte das normale Ding sein. Kanone mit A feuern. Achte auf die aufsteigenden Wassersäulen und mach's dann besser. Hast du alles verstanden? Ja. 5 Piratenschiffe, dann sollst du den Schatz haben, den wir neulich gehoben haben. Gib dein Bestes. Ah, die Gradzahl kann ich sehen. Sehr gut. Wir machen mal 35 Grad. Okay, zu weit. Muss mich jetzt natürlich rantasten. 30 Grad. Okay, 20 Grad. Okay, 20 Grad passt. Haben wir hier mal 25 Grad. Okay, 30 Grad. Also 20, 30. Da müsste ungefähr ähnlich sein. Oder 25. Naja, okay, das ist 25. Das kann man sich aber irgendwie ganz gut merken, glaube ich. 25. Die beiden. 40 Grad? Nicht, sogar mehr. 45 Grad. Ja.
Frage ist, was hat der? Ich glaube, der wird weniger. Der wird 40 haben. Vielleicht habe ich ja sogar geschafft jetzt beim ersten Try. Ne, 45 Grad. Beide 45 Grad. Okay. Tut mir jetzt aber leid. 50 Rubine. Willst du nochmal? Kein Geld. Okay, liebe Leute, dann danke ich fürs Zuschauen. Ich werde das jetzt mal eben schnell machen. Das sollte direkt beim nächsten Versuch funktionieren. Aber ich werde es trotzdem offscreen machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir mal schauen, was der kleine Schatz ist. Bis dahin. Tschüssi. Ich bin raus.